Liebe Zuschauer, alle Sparer warten gespannt, wann endlich die Zinsen wieder ansteigen hier in Europa. Und nach den Äußerungen von EZB-Chef Mario Draghi keimt jetzt die Hoffnung auf, dass es mit den Leitzinsen schon bald nach oben geht. Aber sind diese Hoffnungen tatsächlich berechtigt? Das frage ich gleich mal Dietmar Zanke von der Zanke Asset Management. Ja, welche Hoffnungen sehen Sie denn in den Äußerungen von Mario Draghi? Wird das tatsächlich irgendwann bestätigt oder ist das eher so ein bisschen in weiter Ferne noch zu sehen? Also ich glaube, wir müssen noch eine ganze Weile warten auf steigende Zinsen. Ob das alle wirklich so erfreuen würde, wenn die Zinsen jetzt schnell steigen würden, das wage ich auch zu bezweifeln. Wir haben das in den letzten Tagen gesehen. Natürlich fallen dann die Kurse von Anleihen, wenn die Zinsen steigen. Aber auch die von Aktien sind dann betroffen. Das haben wir auch gesehen jetzt in der letzten Woche, dass die Aktienkurse doch deutlich zurückgekommen sind. Und natürlich auch die noch auf einen Hypothekenkredit warten oder hoffen, ein Haus bauen wollen. Auch für die wäre es nicht so positiv. Also von daher, steigende Zinsen sind nicht grundsätzlich positiv. Natürlich für die, die jetzt anlegen wollen, wäre es gut, aber ich glaube, wir müssen noch eine ganze Weile warten. Blicken wir mal in die Glaskugel. Wann könnten Sie sich denn vorstellen, dass die EZB tatsächlich an der Zinsschraube dreht und das erste Mal wieder ein Stückchen nach oben geht? Also was will denn die EZB erreichen mit den niedrigen Zinsen, mit dieser Geldschwemme? Sie möchte gerne, dass die Inflationsrate nach oben geht. Sie möchte gerne, dass Kredite an Unternehmen, insbesondere in den Südländern, vergeben werden. All das hat sie nicht erreicht. Gleichzeitig haben wir in den letzten Tagen und Wochen neue Bankenpleiten, erhebliche Bankenpleiten in Italien, aber auch in Spanien zuletzt gesehen, die uns Milliarden, die Steuerzahler Milliarden kosten. Auch das geht nur mit billigem Geld, denn die Staaten müssen hier eingreifen, obwohl es von der EU 2015 verboten wurde. Es wird trotzdem gemacht. Das geht alles nur mit billigem Geld. Die Probleme sind alle nicht beseitigt, was die Eurozone angeht. Man guckt auch noch mal Richtung Griechenland. Auch hier werden neue Hilfen notwendig. All das geht nur mit billigem Geld und deswegen wird es noch eine ganze Weile dauern. Schwer zu sagen, wann es sich hier zum Positiven wendet. Aber ich glaube, vor 2020 wird sich da nichts tun. Also die Sparer müssen auf jeden Fall noch viel Geduld haben und sich nach anderen Anlagen umschauen. Blicken wir in die USA. Hier geht es mit den Zinsen schon nach oben. Und eigentlich war Janet Yellen eher immer sehr vorsichtig mit ihren Äußerungen. Nun gibt es die ersten Erwartungen am Markt. Im September könnte die nächste Zinserhöhung kommen. Teilen Sie diese Spekulationen? Also ich teile diese Meinung nicht, aber auch der Markt teilt sie eigentlich nicht. Es wird gerade mit 20% etwa eingepreist. Eine nächste Zinserhöhung im Dezember in den USA wird gerade mal mit 50% eingepreist. Also Frau Yellen hat da nicht unbedingt ihr Ziel erreicht. Der Dollar ist ja auch dadurch nicht unbedingt festgegangen, sondern weiter schwach gegangen nach der Rede, obwohl sie weitere Zinserhöhungen angekündigt hat. Also der Markt nimmt ihr das nicht so richtig ab, insbesondere weil sie auch im Februar als Präsident dann abtreten muss und Trump jemand einsetzen wird, der sicherlich die Zinsen nicht so schnell erhöhen wird. Und wir müssen auch mal auf die Konjunktur schauen in den USA. Hier geht es in letzter Zeit deutlich abwärts. Die vorlaufenden Konjunkturindikatoren stellen sich sehr, sehr schwach dar in den USA. Die Inflationsrate in den USA ist auch zurückgekommen. Also rasche weitere Zinserhöhungen sind eigentlich auch in den USA nicht zu erwarten. Welche Rolle spielt Frankreich in Ihren Depots? Für viele ist Macron ein Hoffnungsträger. Er möchte viele Reformen jetzt bereits im Sommer umsetzen. Ob das alles wirklich so klappt, sei dahingestellt. Aber die Hoffnung auf jeden Fall, die ist an der Börse da. Sieht man das auch in Ihren Depots oder sehen Sie das eher ein bisschen skeptischer? Also wir haben Frankreich in den letzten Monaten deutlich zurückgefahren. Macron ist für uns überhaupt kein Hoffnungsträger. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber wenn man sich mal anschaut, das Wahlergebnis wurde dargestellt als erdrutschartiger Sieg von Macron und seiner Partei En Marche. Wenn man mal genau hinschaut, dann hat En Marche 33% bekommen bei einer Wahlbeteiligung von 48%. Das lässt sich leicht rechnen. Dann ist man gerade mal bei 15% der Wahlberechtigten, die hinter Macron stehen. Und das heißt, 85% stehen nicht hinter ihm oder haben ihn zumindest nicht gewählt. Und Macron möchte gerne einschneidende Reformen durchsetzen. Das streikerfahrene französische Volk wird sich dagegen wehren. Wir werden Enttäuschung erleben, genauso wie wir sie erlebt haben bei Barack Obama, der mit Vorschusslorbeeren gesegnet wurde, wie auch bei Schulz, wie wir es jetzt gesehen haben, der von der Presse nach oben gelobt wurde. Und natürlich auch Trump, wo wir auch letztendlich, zumindest was seine positiven Reformen angeht, alle enttäuscht wurden. So werden wir es auch hier in Europa erleben und mit Macron erleben.
Ja, wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bis jetzt auf jeden Fall hoffen noch viele und wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wenn wir jetzt mit Anlegern sprechen, die sagen, sie haben noch viel Geld zum Anlegen, die sind natürlich sehr verunsichert, in was soll ich investieren? Der DAX kam deutlich zurück. Anleihen natürlich auch durchaus spannend. Welche Länder, welche Branchen, was finden Sie aktuell noch interessant für den Privatanleger? Es wird in der Tat immer schwieriger, auch für uns sehr, sehr schwierig. Wir müssen hier auch sehr, sehr selektiv vorgehen. Wir meiden weiterhin die Banken, auch wenn sie mit staatlicher Hand gerettet werden. Aber wir haben die letzten Bankenpleiten jetzt wieder gesehen und das ist eben reine Willkür, wie dann nachher die EZB und dann die Staaten auch entscheiden. Deswegen Finger weg von Banken. Wo wir drauf setzen, sind Industrieunternehmen, die auch von den niedrigen Zinsen profitieren, die auch von dem Kaufprogramm von Draghi profitieren. Wir setzen hier zum einen auf Senior-Anleihen, die von Draghi gekauft werden können, aber auch auf nachrangige Industrieanleihen, die teilweise noch Renditen 3-4% bringen. Das ist schon ganz ordentlich. Die werden zwar nicht von Draghi direkt gekauft, aber profitieren natürlich von der Situation, dass der Anleihemarkt leergefegt ist. Und wir setzen auch weiterhin auf High-Yield-Anleihen, also auf hochverzinsliche Anleihen, aber hier auch im Wesentlichen auf Doppel-B- und B-Anleihen, die sich relativ gut analysieren lassen. Das ist der Bereich, wo man durchaus noch Renditen zwischen 2-4% erzielen kann. Ja, liebe Zuschauer, soweit die Anlagetipps und natürlich auch die aktuellen Einschätzungen von Fondsmanager Dietmar Zandtke hier bei Börse Stuttgart TV. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank.